das ist 130 Jahre Scheipers Mühle in diesem Jahr. Das ist mir wichtig, dass Sie das wissen. Wir werden da vielleicht auch so ein bisschen noch was feiern dieses Jahr. Also 130 Jahre gibt es die Mühle schon. Das ist auch belegt. Wir sind so im Ruhrgebiet unter den 250 ältesten Betrieben, haben wir festgestellt, laut Industrie- und Handelskammer. Ich denke, das heißt schon mal was. Dann fangen wir mal an. Das ist der historische Rückblick. Das ist die alte Mühle. Das ist ein Originalbild von der alten Mühle in Brechten. Habe ich von unseren Nachbarn bekommen, denen die Mühle damals gehörte. Am Hohen Wall hat die Mühle früher mal gestanden, als Stadtmühle. Und dort war sie dann irgendwann im Weg, weil Dortmund ja sich weiterentwickelt hat. Und dann hat hier unser Nachbar, der Bauer Schulte, Schulte, das sind so die etwas reicheren Bauern, hatte sich diese Mühle gekauft und hat die bei uns auf der Wieg, das ist die kleine Straße hinter unserem Betrieb, das ist so etwa so mit der höchste Punkt in Brechten, hat die dort wieder aufgebaut und hat dann dort Mehl gemahlen, hat auch Futterschrote hergestellt, was damals wohl auch ein großes Thema war, weil es war ja alles ein ziemlich enger Kreis oder es gab nicht diese großen Entfernungen, weil alles mit Handkarren und Pferdefuhrwerken hin und her transportiert wurde. Und dementsprechend hatte so eine Mühle nicht so einen großen Einzugsbereich. Die Bauern brachten das Getreide, was sie geerntet haben, dorthin und bekamen dann Mehl und Futter und Kleie und so weiter wieder zurück. Das war so der Weg. Das war Lohnmüllerei, wie auch immer. Und die Zeit blieb natürlich nicht stehen. Dann kam irgendwann Heinrich der Erste, das hatte ich gerade nicht gesagt. Also ich bin Heinrich der Vierte, das müssen Sie sich jetzt merken. Dann kann man das Ganze besser nachvollziehen. Heinrich der Vierte, den gibt es heute. Davor gab es den Heinrich den Dritten, das war mein Vater. Heinrich der Zweite, das war mein Großvater. Und Heinrich der Erste, das war derjenige, der damals aus dem Bereich Lüdinghausen hier nach Dortmund-Brechten kam und in der Schultischen Mühle gearbeitet hat. Und weil der Bauer natürlich eigentlich mehr Zeit für seine Viecher haben musste und nicht so viel Zeit für die Mühle, der musste sich um seine Felder kümmern, hat er den Herrn Scheiper dann dort angestellt und Heinrich der Erste hat dann auch die Mühle gepachtet. Auf jeden Fall hat der Heinrich der Erste nebenan ein Stück Land kaufen können, das ist praktisch das, wo unser Wohnhaus drauf steht, und ist dann dort sesshaft geworden. Und hat dann dort auch eine Mühle gebaut. Jetzt fragt man sich, warum. Er hat ja dort gearbeitet, hat einen Pachtvertrag und so weiter. Das Ganze ist aber irgendwann auseinandergelaufen, weil es gibt manchmal so Sachen im Leben. Und das sind so die Gerüchte. Also wir haben uns immer mit unseren Nachbarn auch im Nachhinein gut verstanden, so kenne ich das. Aber das war so ein Punkt, weswegen es da nicht so diese große Zusammenarbeit gab. Also Schulte und Scheiper als Nachbarn war früher nicht so, wurde viel drüber geredet, aber ich habe immer versucht, mit den Leuten gut klarzukommen. Das sind so die Anfänge. Auf jeden Fall wurde dann eine andere Mühle gebaut. Und diese Mühle ist dann auch irgendwann in sich zusammengefallen, abgebrannt, wurde dann abgerissen. Es ist nicht so, dass es die einzige Mühle in der Nähe war. Das wollte ich noch erwähnen. Es gab zum Beispiel in Lünen eine Wassermühle. Wenn man jetzt nach Lünen reinfährt, da, wo früher der Globus war, da auf der linken Seite, ich glaube, das ist jetzt ein AWO-Gebäude, dort war früher eine kleine Wassermühle, dann war dann anschließend die große Mühle Engelke dort. Das war damals immer die Konkurrenz für uns. Dann gibt es die Königsmühle in Mengede, da gibt es dann nur noch den Namen von, da ist kein Gebäude mehr da. Dann gibt es die Wassermühle in Lippoldhausen, die gibt es noch. Die wird auch gepflegt und auch als Hochzeitslokalität benutzt. Dann gibt es in Derne eine Mühle, die gehört dem Herrn Bendlage. Die steht da auf so einer Anhöhe, wenn man die 236 fährt, sieht man die noch. Da ist, glaube ich, ein Maler drin, der da das nutzt und wie auch immer. Sind auch keine Flügel mehr dran. Und die Greveler Mühle, die ist vor zig Jahren, die der Herr Deitert gestorben ist, hat die dann auch zugemacht und ist jetzt auch umgebaut worden als Wohnmöglichkeit, und die Mühle an sich ist aber alles abgerissen. Ne? Dann gab es bis letztes Jahr noch die Mühle Schulte in Dortmund-Husen, aber Herr Schulte ist auch jetzt Rentner geworden und dort ist auch nichts mehr. Ne? Das ist so, dass wir jetzt praktisch die letzte Mühle, dort haben wir eine Rechnung, das ist dann Beleg dafür, dass wir 1897, von dort ist die Rechnung,
Ist alles schön handschriftlich geschrieben von Heinrich I. Das ist eine Mehlrechnung. So, das ist Heinrich I. Das ist dann rechts dieses Bild. Der sah eigentlich gar nicht so unschön aus damals. Ne? Und also nach meinen Recherchen muss das seine Frau gewesen sein. Also die konnte gut arbeiten, das sieht man auch. Und dort haben die dann gefeiert. Ich weiß nicht, was sie da gefeiert haben, aber das wurde damals auch gemacht. Ne? Das sind dann, wenn man sich so umguckt, so die hinteren Gebäude, das war jetzt auch nicht so toll, aber gut, das Bier stand auf dem Tisch und alle lachten. Sehen alle sehr preußisch aus, aber das war damals so. Das ist schon Heinrich II., das ist mein Großvater. So, dann gibt es noch eine Geschichte zu der Mühle. Das ist ja so, dass Heinrich I. die Mühle dann aufgebaut hat. Und dann hat er erst angefangen mit Gasmotoren. Ne? Er hat dann 4 Stück Gasmotoren mit den entsprechenden Mahlgängen, mit Mühlsteinen dort installiert. Also das mit der Windkraft war dann schon nicht mehr so aktuell. Und dann hat er dann Mühlsteine dort mit Gasmotoren betrieben. Das war schon eine wunderbare Sache. Und dann so um 1900 bis 1910 hat dann auch in Brechten gab es dann, die Elektrizität kam dann dorthin. Und dann wurde alles umgebaut auf Elektrizität. Es ist so, dass zu der Zeit auch eine Industrialisierung hier stattfand. Also die Zechen kamen dann auf und es kamen mehr Leute hier in die Gegend. Dadurch wurde dann auch so eine Mühle interessanter. Die Leute kamen dann dorthin und holten dann ihr Futter dort und brachten auch Getreide zum Mahlen hin. Also wurde das Ganze dann deutlich mehr und interessanter, nicht nur Bauern als Kunden, sondern auch viele Bergleute, die dann ihre Tiere hielten im Garten oder in kleinen Ställen. Das war halt damals so. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber wenn man zum Beispiel in Brambauer die Karl-Hermann-Straße fährt und mal so da hinten reinguckt, da sind noch so kleine Ställe. Da wurden dann Kühe gehalten, Ziegen gehalten, Kaninchen auch später und Tauben. Und das waren so unsere Kunden auch. Ne? Viele Transporte wurden dann mit Handkarren erledigt, dass die Leute dann wirklich mit Handkarren ankamen oder mit Pferdefuhrwerken. Man sieht bei uns an der Mühle noch diese Ringe, wo dann die Pferde festgezurrt wurden. Das kann man alles noch nachvollziehen. Dann kam der Erste Weltkrieg. Das wurde natürlich dann, in dem Moment wurde alles so ein bisschen zurückgefahren. Und dementsprechend gab es dann keine große Weiterentwicklung. So, wir sind jetzt noch bei Heinrich II. Also der Heinrich I. ist dann verstorben. Das muss so um 1905, 1908 gewesen sein. Und dann kam schon hier Heinrich II., mein Großvater, der dann die Mühle weitergeführt hat. Also da war noch die Mutter war dann da, ist 1920 verstorben. Die beiden haben das dann, sagen wir mal, noch weitergeführt. Ist natürlich gar nicht so einfach. Der muss, weiß ich nicht, 18 Jahre oder was gewesen sein. Oder noch ein bisschen jünger, dass er dann angefangen hat mit der Müllerei. Und hat die ganze Mühle dann weitergeführt. In der Zeit gab es dann noch technische Entwicklungen, dass diese Handarbeit, das heißt, wenn man früher mal das gesehen hat, die Landwirte haben ja dann auf den Feldern das Getreide in Garben aufgestellt und im Winter wurde es dann, diese Garben, also die ganzen Halme mit den Ähren zusammen, wurden dann in die Scheune gepackt, dort nochmal nachgetrocknet und im Winter wurde dann gedroschen. Dann kam dann eine Dreschmaschine dorthin und die Leute haben dann diese Garben, also diese ganzen Halme, die ganze Pflanze noch in diese Dreschmaschine reingesteckt und dann wurde das Getreide erst ausgedroschen und dann wieder in Säcke gepackt und das wurde dann irgendwo gelagert, meistens noch ein paar Etagen hochgeschleppt, diese 100-Kilo-Säcke. Das wurde damals so die Sachen, wo ich sagen muss, das braucht man nicht, diese 100-Kilo-Säcke. Und dann kam es zu der Zeit dazu, dass Silos gebaut wurden. Das heißt, die Mühlen bekamen dann Silos, wo dann das Getreide lose reingeschüttet wurde. Das hat dann auch dazu geführt, dass größere Mühlen dann in dem Moment entstanden. Es ist dann so gelaufen, dass hier bei dieser kleinen Mühle nach dem Ersten Weltkrieg wurde dann nochmal aufgestockt. Das heißt, es war früher so, dass es nur ein Erdgeschoss gab und eine Etage darüber. Und dann wurden noch 2 Etagen auf diese Mühle draufgesetzt. Und dann im hinteren Bereich wurden dann Silos angebaut, wo dann alles Getreide dann lose eingelagert wurde und auch lose dann zu den Maschinen rüber transportiert wurde. So, wir sind jetzt praktisch in der Zeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg.
Das ist ein Pferdefuhrwerk, was hier in Ewing auch fuhr. Und damit wurden dann die Leute hier in Ewing beliefert. Da kamen dann die kleinen Tüten rein, Mehl, Zucker, Hühnerfutter, Taubenfutter und so weiter. Und das war wirklich so nachweisbar, dass dieses Fahrzeug in Ewing rumfuhr. Die Dortmunder Mühlenwerke, das war so die Obermühle hier für den Bereich. Die hat gestanden, wo jetzt dieser Containerumschlag ist. Die hatten auch auf der anderen Seite noch einen Hafenanschluss und von dort wurde dann das Getreide mit Schiffen rangefahren und in die Mühle rein und dann Mehl verkauft. Das gehörte damals zuletzt zum Kampfmeier-Konzern. Ist heute alles Geschichte. Diese Konzerne sind ja, die kommen und gehen heutzutage, kaufen auf und sind dann wieder weg. Auf jeden Fall ist die Mühle dann irgendwann abgerissen worden. Ich kann mich noch daran erinnern, da war ich 18, 20 Jahre alt, dass ich mit dem LKW da hingefahren bin und da Getreide hingebracht habe. Ne? Mhm. Also das lief dann alles noch. Irgendwo kann man es erkennen, dass da immer so ein bisschen angebaut worden ist. Da sind jetzt 3 Stockwerke drüber. Und dadurch, dass hinterher diese Mühlsteine nicht mehr ausreichten, hat man dann Walzenstühle eingebaut. Walzenstühle sind auch zur Mehlherstellung. Beim Mühlstein hat man eine relativ grobe Vermahlung. Das Getreide wird dann richtig grob zermahlen und dann wird das abgesiebt. Und das abgesiebte feine Mehl wird dann zur Ernährung genommen. Man sieht jetzt noch da unten dieser Mühleneingang. Den haben wir ja da weggemacht, weil da drüber war der Aufzug. Das war immer sehr spannend, wenn dann Leute dahergingen und dann Sack da oben drüber war, dass der Sack nicht gerade runterfiel. So, wir haben Glück gehabt im Zweiten Weltkrieg. Wir hatten keine größeren Schäden. Ne, das sind so kleinere Sachen, die kann man heute noch sehen. Da sind so kleine Granateinschläge, weil in dem Bereich auch gekämpft wurde. Das heißt also, in Brambauer waren die Amerikaner schon und dann die Wehrmacht war, glaube ich, noch hier im Brechten und dann ging da so ein bisschen hin und her und dann war das Lager dazwischen und man sieht dann auf der Rückseite noch so ein paar Kriegsschäden, die allerdings auch behoben worden sind. Ne? So, das ist das Lager von innen. Das ist auch zu dem Zeitpunkt. Also man sieht da noch diese ganzen Säcke. Das sind die guten 100-Kilo-Säcke. Hinten sieht man schon Papiertüten. Das sind wahrscheinlich diese Zuckerschnitzel. Und ganz hinten rechts sehe ich Braunkohlenbriketts. Also wir haben damals auch schon mit Brennstoffen gehandelt, so wie sich das ergeben hat. Das ist mein Vater, wie ihn vielleicht der eine oder andere noch kennt, auf der linken Seite und auf der rechten Seite mein Großvater. Und die sind jetzt da noch in der Mühle am Wirken an den Mühlsteinen. Wir hatten ja damals die Walzenstühle, sind die Walzenstühle nach dem Zweiten Weltkrieg, sind Walzenstühle bei uns eingebaut worden, also ziemlich modern investiert worden, weil eben der Bedarf da war. Aber man konnte eigentlich schon absehen, dass die großen Mühlen das Mehl auf Dauer billiger herstellen. Ja, deswegen gab es dann auch eine Art Stilllegungsprämie oder diese Mahlkontingente, die auf diesen kleinen Mühlen lagen, die wurden von den großen Mühlen aufgekauft, damit die ihre Vermahlungsmenge aufstocken konnten, um rentabler zu arbeiten. Und die kleinen Mühlen haben das natürlich genommen, das Geld, um entweder aufzuhören oder in andere Bereiche zu investieren. Es gab ja auch in den Zeiten oder zu der Zeit hatte man die Möglichkeit, vielleicht eine Futtermühle aufzubauen, um dann irgendwie die aufkommende Landwirtschaft, die jetzt Schweineställe baute, mit Futter zu beliefern. War bei uns nicht möglich, weil in Dortmund gibt es halt nicht viele Schweineställe. Aber mein Großvater, so starrsinnig wie er war ja Obermeister, er war Obermeister war er, war in der Börse war er mitführend. Der hat natürlich seinen Mahlkontingent nicht abgegeben. Der hat gesagt, ich mache weiter. Und deswegen hat er das nicht wahrgenommen, sondern hat seine Mühle so lange betrieben, wie es halt wirtschaftlich nur irgendwie ging. Und dann hat er dann auch eingesehen, dass er nur noch mit Futtermahlen weiterkommt. Und ich habe das als Kind nur noch erlebt, dass diese Walzenstühle abtransportiert wurden und verkauft wurden. Und wir haben dann hier mit diesen Mühlsteinen noch weiter Futter gemahlen, also Futterschrote hergestellt. So, dann, das war unser erster LKW, unser erster richtiger LKW. Der war zum Kippen und zum Futterblasen. Den haben wir sehr lange gebraucht. 280 PS Mercedes,
mit Anhänger 40 Tonnen. Heute fährt ja keiner mehr unter 500 PS. Aber das war noch ein richtiger LKW. So, da sind Bilder von 1984, da ging es dann richtig los. Da haben wir dann auch, hier sieht man das, da ist eine Halle, eine Getreidehalle, die haben wir damals gebaut. Und da wurde das Getreide dann davor geschüttet und reingeschoben. Da war noch dieser kleine Radlader unterwegs. Das war noch einer unserer alten LKWs, so ein Kurzhauber vom Mercedes. Den habe ich fahren gelernt. Den habe ich dann da mit dem Radlader befüllt, um das Getreide wegzubringen. Auf jeden Fall wurde das Getreide einfach dann vor der Halle aufgekippt und dann hochgeschoben. Man sieht das da, ne? Da schiebt er das hoch. Da ist nochmal die Verladung hier draußen mit einem etwas dickeren Rohr. Das hat sich alles so in diesen 70er, 80er Jahren entwickelt, ne? Dass das auf einmal losging, dass eben einfach mehr Getreide da war, mehr Getreide zu handeln war, Dünger zu handeln war. So, dann habe ich hier noch Bilder von unserem Einzelhandel. Also das war damals schon gewaltig, dass dann so viele Leute auf einmal bei uns auf dem Hof waren. Früher war ja nicht so viel los, ne? Dann haben wir den Getränkemarkt dazu genommen. Dann haben wir so einen Mercedes-Transporter gehabt. Dann kam Gabelstapler, das ist noch der alte Mercedes, der hat auch sehr lange gehalten. Der ist 25, fast 30 Jahre alt geworden bei uns. Aber wir pflegen unsere Sachen ja auch und fahren die sehr lange. So, das sind die Silos, die dort aufgestellt wurden. Das war auch dann so ein Bedarf da, dass die Landwirte Kalk brauchten für ihre Ländereien. Und dieser Kalk, den gab es damals in trockener Form. Das wurde mit Silowagen dann dorthin gefahren. Das war zum Beispiel Thomasmehl, das kam aus Belgien. Thomasmehl kommt ja aus der Stahlherstellung, das ist Schlacke, die vermahlen wird. Die ist phosphathaltig und enthält einen sehr hochwertigen Kalk, so einen kieselsauren Kalk und entsprechende Spurennährstoffe. Und das war damals so für uns eigentlich, weil wir die Einzigen waren, die solche Silos hatten, hatten wir da auch eigentlich eine sehr gute Resonanz drauf. Ne? Dann die Firma Bender, ist ja auch bekannt hier im Brechten, die hatte sich einen großen Kalkstreuer gekauft. Der konnte dann so, wenn das Ding richtig voll machte, 12 Tonnen da rein und dann ging das los. Ne? Heute brauchen wir die Silos nicht mehr so. Heute ist da Sojaschrot drin und Rapsschrot, so als Vorrat, als Zwischenpuffer. Das hat sich alles geändert. Heute nimmt man nicht mehr diesen trockenen Kalk, sondern erdfeuchten Kalk. Der wird in Rheinhausen, fällt der an bei der Stahlherstellung, einfach draußen gelagert und dann mit dem Kipper aufs Feld und dann wird es von da verteilt. Das ist logistisch wieder billiger. Und das hat die gleiche Wirkung. So, da wurde die Fahrzeugwaage gebaut. Das war ja nur der Baustein, der bei uns fehlte, ne? Weil wir ja viel Getreide angenommen haben und verkauft haben, musste ja eine Waage her. Auch mit dem ganzen Dünger, sonst mussten die Leute im Anfang, wo wir die Waage nicht hatten, mussten die bis nach Lünen zum Stadthafen fahren, um zu wiegen. Haben die alles gemacht, haben sich die alle gefallen gelassen. Heute wird das keiner mehr machen. Ne? Mit dem Trecker einen Düngerstreuer voll machen, bis nach Lünen fahren und wieder zurück. Gar nicht vorstellbar heutzutage. Aber wir haben eine Fahrzeugwaage gebaut und die nutzen wir heute noch sehr stark. So, das ist die Aktion Abbau der Mühlsteine. Ja, weil wir haben ja irgendwann festgestellt, dass die Mühlsteine auch nicht mehr so zeitgemäß waren und musste eine Hammermühle her. Und da sieht man, wie der Mühlstein, ich denke, das ist der untere Mühlstein und das ist das Gerät, mit dem der Mühlstein aufgenommen wird. Ne? Mit diesem Gerät, der passte genau rechts und links da dran und dann wurden da Bolzen reingeschlagen. Und damit wurde dann der Mühlstein aufgehoben, wie so ein Galgen. Da sieht man es auch, da hängt er drin. Da erkennt man auch die, man erkennt es nicht richtig, aber das sind hier so Riefen, hier so Verschleiß, so Stellen, wo vielleicht mal Metall gesessen hat, diese Stellen da. Sehen Sie das? Da hat da eine Schraube oder was festgesessen und die hat dann diese Riefen da reingezogen. Ansonsten sind da in den Mühlsteinen so sternförmige Ausbuchtungen, in denen das Getreide reingelaufen ist und dann immer weiter vermahlen wurde, bis es dann nach außen hin gedrückt wurde, getrieben wurde durch die Fliehkraft und wurde dann mit einem Absauggerät nach oben befördert, um von dort in den Mischer gefördert zu werden.
Ja, und die mussten dann weg. Ne? Die waren ja im Weg. Wir wollten ja unten da unseren Verkauf machen. Da gab es immer schon Verkauf hier, aber das war eigentlich nur ja, ein bisschen Vogelfutter, Getreide abgefüllt. Und heute haben wir da ja alles möglich. Ist alles viel zu klein, aber wir nutzen das da unten eben als Verkaufsraum. So, dann haben wir Tag der offenen Tür gemacht. Sieht teilweise heute noch so aus. Mit der Firma Deuker, die hier abgebildet ist, arbeiten wir heute noch intensiver zusammen. Die liefern uns das ganze Futter. Aber das war so der Zeitpunkt, wo wir dann umgestellt haben und das von den Leuten übernommen haben, diese ganzen Futtermittel, und dann auch ganz aktiv verkauft haben. So, das ist mein erstes Auto. Das ist ein Opel Rekord gewesen. Der war mal grau, den habe ich dann selber lackiert und beschriftet. Der hat auch sehr lange gehalten, also der hat wirklich einiges geschleppt damals. Ja, und damit haben wir unseren Lieferservice so ein bisschen aufgebaut. Ne? Heute haben wir zwei Sprinter, die den ganzen Tag ausliefern. Wenn die Mitarbeiter das heute machen müssten, was da reingepackt worden ist, ich glaube, die würden sich bedanken. Das sind dann diese Getreidesäcke, wo dann, ich sage jetzt mal, Sojaschrot drin gewesen ist. Das wurde dann hier unten abgesackt in dem Bereich. Da hat mein Vater das an eine Kette angebunden und dann hat der Hansi da oben gestanden, hat das hochgezogen. Aber er hat das nicht einfach dahingestellt, sondern hat den zweiten Sack noch oben drauf gesetzt. Das ist eigentlich eine akrobatische Aktion. Ich würde das heute nicht mehr machen. Ich habe es früher auch gekonnt, aber da oben so ohne Sicherheit und so weiter die Säcke aufeinander stellen und dann noch doppelt wegfahren mit der Sackkarre, das möchte heute keiner mehr so richtig machen. Aber so ist das in der Mühle früher gewesen. Das ist auch nicht alles so einfach. Ne? Das sind viele bewegliche Maschinen und so weiter. So, das ist wir haben ja Hühnerhaltung auch noch immer gehabt. Das ist unser Eierkeller. Da gab es eine Tante Toni, das ist eine ehemalige, nennt man das, Haushälterin von einem Pastor gewesen. Das ist eine Schwester meiner Großmutter und die ist dann irgendwann zu uns gekommen, weil sie halt keine Verbindung mehr hatte. Pastor war gestorben, wo soll ich hin? Und dann kam sie zu uns, hat uns immer eigentlich ganz gut geholfen. Die junge Dame dabei, das ist unsere Tochter Julia. Die hat dann das Ganze unter Kontrolle gehabt da und hat dann die Eier sortiert. Heute ist sie Grundschullehrerin und steht auch mit beiden Beinen im Leben. Also das ist schon okay. Das ist ein Bild von 1995, ein Luftbild. Das ist der Anbau mit den früher Garagen, da haben wir Dünger drin gelagert und das ist die Getreidehalle hier hinten. Ne? Wichtig ist zu sehen, da hinten gab es noch keine Ausfahrt. Ne? Das ist ja heute unser, ja, das ist eigentlich eine gute Sache, dass es da eine Ausfahrt gibt, weil wenn man sich überlegt, dass wir früher, ging alles hier rein, musste hier gedreht werden oder rückwärts wieder raus. Und das war eigentlich, das kostete viele Nerven den Tag über. Ne? Wenn dann so ein LKW rückwärts wieder raus musste auf die Bundesstraße, das war immer wieder mit sehr vielen Nerven verbunden. So, jetzt haben wir mal, habe ich mir mal aufgeschrieben, was heute so unser Geschäftsmodell ist. Und ich lege natürlich Wert darauf, dass wir halt unsere Wurzeln als Mühle da haben, auch seit 1890. Dann haben wir so verschiedene Sprüche, unser Service, unsere Stärke, solche Sachen. Und dann unsere Geschäftsfelder, das ist der Einzelhandel mit Tiernahrung, Pferdefutter, Geflügelfutter, Kaninchenfutter, Vogelfutter, Taubenfutter, alles, was es so gibt. Hundefutter. Hundefutter natürlich, klar, das haben wir auch, ja, genau. Dann haben wir für Garten, Haus und Hof, Blumenerde, Geräte, Düngemittel. Dann haben wir einen großen Bereich Getränkemarkt mit Auslieferung und Verleih von Sachen. Wir haben ja auch Bierwagen, wir haben Kühlanhänger und so weiter. Dann sind wir sehr stark im Bereich Pflanzenschutz, Schädlingsbekämpfung. Also wir haben wirklich ein ziemlich großes Sortiment an Pflanzenschutzmitteln für den Garten, für die Landwirtschaft und auch Schädlingsbekämpfungsmittel. Das ist im Moment sehr gefragt, weil eben wirklich die Nagetiere sehr überhand nehmen. Ne? Durch das Wetter bedingt und auch so durch viele andere Umstände gibt es immer mehr Ratten, Mäuse und so weiter. Ne? So, Landwirtschaft, Getreidehandel, Futtermittel habe ich bewusst runtergefahren, weil einfach da dieser Strukturwandel da ist.
Aber ich mache alles noch mit, wenn ein Landwirt kommt und sagt, ich möchte Getreide verkaufen, ich möchte Dünger haben, mache ich alles. Ich gehe aber nicht mehr aktiv raus und versuche, Kunden zu gewinnen. Nein, ich bediene die Kunden, die wir haben, Bestandskunden, die sind auch sehr treu. Und das mache ich alles weiter, so wie ich das schaffe. Das funktioniert auch alles. Versuche natürlich auch dann in anderen Bereichen das Ganze noch aufzubauen. Wir verkaufen viel Rindenmulch, hier für die Gartenbaubetriebe, Mutterboden. Dann sind wir sehr stark auch bei Brennstoffen, Kaminholz, Holzpellets, Braunkohlenbriketts und so weiter. Dann habe ich nochmal reingeschrieben, wir liefern also sehr stark aus, deswegen der Service. Wir haben 2 LKWs, 12 Tonner, die Palettenware ausliefern, die kippen können. Dann die 2 Sprinter, die Kleinigkeiten ausliefern. Dann sage ich mal, wir haben 20 Mitarbeiter, sind vielleicht ein paar mehr. Aber 20 ist schon mal eine Größenordnung, damit man weiß, was da alles sich bewegt. So, das ist mein Lieblingsfoto. Da bin ich mit meiner Frau, ist auch schon ein bisschen älter. Das war mal in der Zeitung, ist schon oft kopiert, man sieht das. Aber da sind wir in unserer Naturkurs-Mehlecke und strahlen um die Wette. So, das ist das andere, da ist mein Sohn. Wir haben da diese Dortmund-App auch, ne? Sind da ein bisschen da aktiv. So, wir haben so ein bisschen Sponsoring, das kommt von meinem Sohn, der macht mit dem TV Brechten was. So, da ist eine Sache, der Geflügelverkauf bei uns, das ist eine schöne Sache. Dadurch halten wir auch viele Kunden bei uns, die dann Geflügelfutter kaufen. Der kommt jetzt ab März wieder, jeden Montagabend. Und dann sind immer so zwischen 30 und 40 Personen da, die dann Junggeflügel kaufen und sich dann halt Hühner halten. Das ist auch so ein bisschen ein Trend im Moment, dass man seine eigenen Eier im Garten haben möchte. Wer es machen kann, das ist der Füchenschnieder, der ist der Verkäufer. So, genau. Das ist ein bisschen Eigenwerbung, das ist Rindenmulchverkauf bei uns, ne? Da ist ein LKW, das ist ein Radlader. Damit liefern wir das aus. Die Leute können bei uns auch dann den Rindenmulch selber abholen. Ich sage immer Drive-In für Rindenmulch. Na, man kann dann reinkommen wie bei Formel 1 und dann zack, aufladen und wieder weg. So, das Thema Rasen ist sehr wichtig für viele Leute, die einen Garten haben. Und da gibt es einen Herrn Steg von der Firma aus Korna. Der kommt jedes Jahr zweimal zu uns und hält dort ein Rasenseminar ab. Das ist sehr unterhaltsam und auch sehr lehrreich, das Ganze. Ne? Also wenn man das mitmachen, wenn man die Möglichkeit hat, das mitzumachen, da bleibt eine Menge hängen. Lagerverkauf, wir haben ja keine Möglichkeit, bei uns einen Laden so richtig zu bauen. Ne? Da gibt es auch keine Genehmigungen und deswegen nennt sich das Lagerverkauf. Und die Leute können bei uns auch aufs Lager gehen, sich das Futter anschauen. Das ist für die Leute, die Pferde halten, Kaninchen halten, Tauben halten. Die gehen auch mal gerne gucken, was wir da alles so haben. Deswegen das Bild. Da haben wir verschiedene Sorten Kaminholz, Holzbriketts, verschiedene und dann Holzpellets. Das verkaufen wir wirklich sehr viel. Also der LKW ist jeden Tag mit 4, 5 bis 10 Paletten immer unterwegs, jeden Tag. So, das ist das Mühlenfest. Das wollte ich mal erwähnen. Das hatten wir, das war immer so ein Spleen von mir. Das musst du mal machen. So ein Mühlenfest, weil es gibt ja eine Vereinigung, die genauso wie hier der Geschichtsverein sich um die alten Mühlen kümmert. Ich weiß jetzt nicht, komme jetzt nicht auf den Namen so richtig, bevor ich was verkehrt sage. Ist also diese Vereinigung, die bundesweit sich zusammengeschlossen hat zur Erhaltung der alten Mühlen. Und die haben dann diesen Mühlentag am Pfingstmontag. So, und das habe ich dann mal als Anlass genommen, ein Mühlenfest zu machen. Hatte dann auch wirklich viele Leute dafür begeistert, die dann gesagt haben, jo, das machen wir. Und das war so gut gelaufen. Also das haben jetzt hier die Bauern gemacht, die Lüner Bauern, haben mir das Ding dahingestellt. Die sagten, die machen das ja oft, wenn da eine Hochzeit ist und so weiter, dann wird da so ein Strohmännchen hingestellt und da wurde dann mal so eine Mühle hingestellt. Das wurde in Verbindung mit einmal der Brechtner Gewerbeverein war dabei, die ganzen Verrückten, sage ich jetzt mal, die dann sowas machen. Dann war dann der Holthauser Heimatverein hat mitgeholfen, die Landfrauen haben mitgeholfen. Ja, und damit haben wir das gemacht. Ne? Also das war wirklich eine Riesenaktion mit einem Gottesdienst vorher. Ne? Und dann hatten wir die Pilzpickers da.
Das war auch so, das ist meine Mutter übrigens, die, ohne die läuft sowieso nichts bei uns, oder die ist natürlich jetzt auch alt, aber die hat früher im Hintergrund immer alles zusammengehalten. Ne? Und das ist, deswegen war mir das jetzt wichtig, dass sie da mit dazukommt. Der eine hatte hier eine Idee, der nächste hatte noch eine Idee und dann machen wir das jetzt. Und das kam über 91.2, das war, in der Presse war es sehr stark und dadurch kamen natürlich viele, viele Leute dahin. Also wir hatten über Oldtimer, über Handarbeiten, Schmuck. Dann hat der Bäcker Rabenschlag hat so ein Mühlenbrot gebacken. Und der Geflügelverein, der hatte dann Geflügel ausgestellt und dann auch an dem Tag frisch geschlüpfte Küken. Ne, die sind dann an dem Tag geschlüpft. So, ich war den ganzen Tag da in der Mühle und habe dann so Führungen gemacht, immer so gruppchenweise. Den ganzen Tag, ich bin zu nichts anderem gekommen. Ne, das war schon... Ja, es war schön. Ja.